zum Video beginnen. Vom Kampf. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Mhm. Vom Kampf finde ich echt das mit den Dolchen eigentlich besser. Also, ja. Weil dann greife ich halt auch schneller an. Naja. So, dann reiten wir mal jetzt einfach so lang. Aber wer war das? Na egal. So, wahrscheinlich Söldner, ne? Aber das... Sehe ich nicht. Naja, gut. Dann machen wir mal woanders weiter. Beziehungsweise bei dem, was wir eigentlich vorhatten. Begib dich hier zum Haus des Freiers. Ja, dies machen wir gerade. Zwei Söldner auf einmal mit einer mit dem Bär, einmal mit dem Wolf. Ja. Aber an sich hätte ich es eigentlich ziemlich easy schaffen können. Aber. Wir kriegen endlich Ausgang. Glaub es oder nicht. Oh nee, oder? Du wirst doch die ganze Zeit im Tempel auf deinen Knien hocken. Hey, was machst du da? Du hast mich gefunden. Psst, was machst du hier? Ich habe gehört, wie Damalis von ihrem verrückten Freier sprach und wollte helfen. Gute Idee, nein. Schön, aber du machst, was ich sage. Keine Spielchen. Das weiß ich doch, weil du mich niemals Spaß haben lässt. Ich spreche mit Damalis Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Schieß los. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes. Wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphoebe. Nicht schlecht, hä? Legen wir los. Hör genau zu. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leiser sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf direkt aus dem Haus. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. So, irgendeine Urkunde auf einer Schweinefarm. Aha, aha. Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du bist bei Feas Schweinehof verabredet und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch, ganz falsch. Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit! Ach du Scheiße. Dino Menes wird sauer sein, wenn ich dich heute Abend nicht zu ihm lasse. Was? Was willst du? Ich weiß von Damalis. Und als ihr Freier, meinst du wohl, sie schuldet dir etwas? Ich liebe sie. Weißt du, von ganzem Herzen.
Und trotzdem bedroht ihr sie. Lieber ich als ein anderer rücksichtsloser Mann. Entweder ich verletze Damalis oder ich bin tot. Das ist keine Liebe, sondern Schwäche. Du sagst das, als würde ich es nicht wissen. Er weiß das auch. Darum zwingt er mich dazu. Wer zwingt dich? Sag Damalis, ich höre auf. Es tut mir leid. Gut. Schere, alter Mann. Interessante Frisur. Ich dachte, du hast das letzte vergessen. Das letzte an sich, das war aber auch fies, weil das alles sehr, sehr ähnlich klang. Ja. Aber ich, ja, es war ein bisschen lucky. Mal sehen, was wir hier haben. Was das wohl zu bedeuten hat. Was ist mit den Münzbeuteln? Was ist das? Ein Münzbeutel? Seine Sachen sind nicht besonders schön. Er ist reich, warum hat er so viel Müll? Vermutlich hat man ihn gerade erst bezahlt. Ich sah, wie dieser Schürhaken benutzt wurde. Er hatte gar keine Feuerstelle. Was wollte er damit? Er wird nicht für Feuer genutzt, sondern als Waffe für die Folter. Ich sah, wie ein riesiger Mann ihn in Fokus einsetzte. Groß wie der Höker? Es war der Höker. Okay. Turbinator hat damals Philbin nicht zugehört. Er hat fast nie aufgepasst, was die labern. Und ich habe mir den Arsch abgelacht, als das kam. Ja. Funny, man muss halt so, das so schnell machen. Das ist, ja. Was steht denn in dem Brief? Wie gemein. Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damalis zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht. Aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Nicht dieses Mal. Lauf zu Damalis und warte dort auf mich. Oh, bitte. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Ich komme danach sofort zu dir. Na gut. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe ein Schwert für dich. Aus seinem Haus. Hey, du bist eine gute Diebin. Wo sollte er Damalis hinbringen? Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Ich wette, sie kommt mit. Und ich wette, dass Phoebe irgendwann geschnappt wird und gegen uns eingesetzt wird. Ja. Muss eigentlich so sein. Oder sie stirbt, falls es ein Ubisoft-Spiel ist. So. Gut. Was geht in dem rätselhaften Haus vor? Das wollen wir mal sehen. So. Die Gegend wird gut bewacht. Ach, ich liebe diese Musik, dieses Boom-Boom. So, wird gut bewacht. Naja, vier Spartaner, das ist jetzt nicht so ein mega Hammer. An sich könnten wir die jetzt alle mit einem Streich machen, ne? Das muss das Haus sein, das der Söldner beschrieb. Ob jemand zu Hause ist? Einem Lakonia bist du nicht gewachsen! Ich habe aus Versehen die 2 gedrückt. Eine Lakonia bin ich also nicht gewachsen. Du bist mein Pferd nicht gewachsen.
Schade, bei dem habe ich, glaube ich, zu lange gewartet. Um dann nochmal... um dann nochmal einen Schlag zu machen. So. Ist das... Blut? Oh oh. Ich glaube, da geht's rein. Und da werden wir was nicht so Tolles finden. Ketten? Öl? Hoffentlich ist das nicht das, was ich denke. Frischer Kohl. My cabbages. Was ist das? Verdammt. Was ist das? Erwischt. Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du denn hier? Ich wollte helfen. Mhm. Gib sie her. Hilfe. Lauf. Keinen Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verrotten. Wie prüde. Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank. Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Ich bring dich um. Bye, bye. Was für ein Idiot. Okay, macht der Abgüsse von den Leuten, die er tötet? Das auch nochmal. Aber ich nehme alles mit. Und das war mal wieder klar, dass Vöbel kommt, ne? Ein bisschen offensichtlich. So, ja, mal schauen. Erstatte Bericht. Entschuldigung. Und wo ist jetzt Vöbel? Entschuldigung, auf dem Weg hinter mir ist ein Pferd. Ja, okay, irgendwie, das Pferd ist gerade ein bisschen langsam. Cassandra, deine kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen. Tut mir leid, Cassandra. Vergeben und vergessen. Machst du was nie wieder? Wird sie. Vergeben und vergessen? Nee. Das nächste Mal hörst du gefälligst auf mich. Mach ich. Ich verspreche dir, es ist zu deinem Besten. Vor allem dieses Mal. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass der Höker ihn erwischt hat. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will. Er wird dich in Ruhe lassen. Er gab mir sein Wort. Es scheint, als könnten wir dir wirklich vertrauen, oder? Wir lassen uns nicht alle so leicht erpressen. 300 Drachmen. Sweet. Gut, so.
Alter Schwede. Wie wär's denn, wenn wir ihn jetzt ein bisschen Feuer unterm Hintern machen? Verfolge dem Boot 56 Meter und wir Bobben bekommen einen Bogen. Aber welchen Boot sollen wir folgen? Sprich mit Erina. Cleo! Bei Aphrodite. Cleo kommt besser bald zurück. Ich bin eine Freundin von Aphrodite. Du musst dich mit einer Sterblichen zufrieden geben. Warum die Götter belästigen, wenn du ihre Gesandte zu Diensten hast? Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche? Antusa hat mir davon erzählt. Cleo, eines unserer Mädchen, ist nicht zum Morgengebet erschienen. Sie war auch nicht zu Hause. Ich würde selbst nachforschen, aber ich weiß nicht, was ich alleine erreichen kann. Vielleicht wurde sie entführt. Ich habe mich umgehört. Einer unserer Freier sah, wie Cleo auf ein Schiff gebracht wurde. Die Männer waren bewaffnet, er konnte nichts tun. Ich würde gut bezahlen, um sie wiederzubekommen. Na gut. Bewaffnet? Bring mich zu dem Schiff. Wir holen Cleo zurück. Ja, Mann. Wer glaubst du, hat sie entführt? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Männer des Höckers eine von uns vornehmen. Ja, komm mit. So. Gute Bauchlandung. Keine von uns ist je einfach so verschwunden. Einige fürchten, sie könnten die Nächsten sein. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? Entschuldigung. Die noch aus dem Weg hechten, ja. Bis auf die gerade. Die waren ein bisschen geistig nicht ganz so schnell. Korinth mag einen schlechten Ruf haben, aber das war nicht immer so. Früher waren wir sicher. Dann kam der Höker. Wir wissen nicht, warum er herkam, aber Korinth geht es schlechter, seit er hier ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich sehe das schon. Wir stellen es mal aus. Das ist das Schiff, das der Freier sah. Bitte, bring sie sicher zurück. Natürlich. Oh, seht ihr das, was ich sehe? Unser Schiff ist ja ziemlich sexy. Ist ja richtig, richtig cool. Nice. Bruder, bereit machen! Ja, schön euch zu sehen. Da! Wir können es sicher bergen! Wir sind auf offenem Gewässer! Das stimmt, ich habe hier jetzt eine Frauen. Hatte ich das nicht? Nee, okay, das waren einfach nur Kisten. Okay, cool, dass das halt jetzt eben von Frauen gesungen wird. Cool. So, guten Tag, die Herren. Oh, guten Tag. Haltet eure Waffen bereit! Ja, das war. Bereit!
Ciao. So, dann machen wir den Lauf. Das wollen wir nicht. Ciao. So, gibt es weg. Bleib weg. Ich bin hier, um dich zu retten. Mich retten? Du hast mein Schiff versenkt, Piratin. Was? Du musst ja keine Angst haben. Eine Piratin niemals. Niemand zeigt mit dem Messer auf mich. Warte. Steck das Messer weg. Ich bin eine Freundin. Was meinst du damit? Deine Freundin Irina bezahlt mich, damit ich dich vor diesen Männern rette und zurückbringe. Irina? Ich habe die Besatzung bezahlt, damit sie mich aus Korinth wegbringt. Du willst fliehen? Wovor? Du weißt nicht, was der Höker Menschen antut. Die Dinge, die ich gesehen habe. Korinth ist nicht sicher. Du hast einfach ihre Crew getötet. In Korinth bist du frei. Du hast deiner Freundin Angst gemacht. Irina dachte, du wärst entführt worden. Sie macht sich große Sorgen um dich. Täte sie das wirklich, würde sie mich gehen lassen. Selbst Antusa kann es nicht beschützen. Das sieht sie aber anders. Söldnerin, bitte. Wir wollten nach Mykonos, wo es sicher ist. Wenn du mich dorthin bringst, zahle ich dir, was ich der Besatzung gezahlt hätte. Naja, okay. Ich bringe dich hin. Wenn wir das nächste Mal in Mykonos anlegen, kannst du von Bord gehen. In der Zwischenzeit, willkommen an Bord. Hab Dank, Söldnerin. So ist es besser, glaub mir. Tja. Das war jetzt nicht so gut. Nein. Ich will dich nicht einfach. Weg da. Danke. So. Schön, wie es niemand stört, dass ihr gerade unschuldige Männer getötet habt. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt, ne? Ist in Sicherheit, sie wollte nicht zurückkommen. Deine Freundin brauchte keine Rettung. Sie hat das Schiff angeheuert, um aus Korinth zu verschwinden. Sie ist also wirklich weg? Sie kommt nicht wieder. Nein. Danke. Ich gebe Antusa Bescheid. Dann werde ich morgen wohl allein zum Gebet gehen. Und sie ist wirklich sicher? Du hast mein Wort. Attentäterbogen? I'm listening? Nee. I'm not listening? Okay. Eskortiere die nach